So, es ist 12 Uhr, die richtige Zeit, um zu starten. Ich möchte euch sehr herzlich begrüßen. Ich bedanke mich für euer Kommen und fürs Interesse. Und das ist der Vortrag Remote Controlling a Smart TV with HDTP, also auf Deutsch übersetzt, den Fernseher mit dem eigenen Computer fernsteuern. Ich bin der Alexander Stedile. Mein Co-Autor und Unterstützer ist der Bernhard oder / Strummer. Hallo. Und wir starten mal mit dem Überblick. Das ist dieses Abstract, das auch in den Shownotes oder in der Programmliste von den Linux-Tagen drinnen steht. In dem Projekt geht es eben darum, diese Smart-TV-Fernsteuerung per Computer. Es geht darum, eigentlich ein Softwareprojekt zu machen. Wir wollen jetzt nicht hingehen und irgendwelche Geräte bauen oder Verkabelung machen. Nur ein bisschen Netzwerktechnik war nötig, um das Wissen zu erarbeiten, wie man das machen kann. Als Überblick über diese Präsentation geht es zuerst um die Frage, warum. Dann die Frage, was wollen wir eigentlich tun? Nummer 3 ist der erste von den 2 großen Punkten, nämlich die Forschung, wie wir herausfinden, was man da machen kann. Und dazu gehört auch dann die API und das Protokoll, was wir herausgefunden haben, wie der Fernseher kommunizieren will. Der zweite große Punkt ist hier Nummer 5, Application LG Remote. Da gehe ich dann etwas detaillierter darauf ein. Und am Schluss gibt es noch ein paar abschließende Bemerkungen über Dinge, die wir gelernt haben und herausgefunden haben und die für andere Leute interessant sein können, die sich in dieselbe Richtung gern beschäftigen wollen. Ja, die Motivation war im Prinzip so, zu Hause steht ein schönes Smart-TV-Fernsehgerät von LG, schon seit mehreren Jahren und man benutzt es halt, man schaut fern, aber man sieht auch, aha, es gibt im Android Store eine Applikation, mit der man den Fernseher fernsteuern kann. Da müsste es doch auch möglich sein, irgendwie selber in die Schiene reinzugehen und sich damit zu beschäftigen. Und wie könnte ich dann mir meine eigene Fernbedienung bauen, die Funktionen hat, die die kaufbaren Fernbedienungen nicht anbieten? Und das ist der Stand der Dinge, wie er damals gewesen ist, bevor das Projekt gestartet hat. Also das ist ein LG Smart TV mit dieser Modellbezeichnung. Ist wichtig, komme ich später noch dazu, weil es verschiedene Arten von Schnittstellen hier gibt, mindestens 2. Dann kann er natürlich verschiedene Fernsehsignale empfangen, kann verschiedene Videosignale als Input bekommen, USB natürlich. Und was jetzt für uns interessant und wichtig ist, ist, dass der Fernseher eine Netzwerkverbindung zum Internet über LAN oder über WLAN aufbauen kann. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten schon, um den Fernseher zu bedienen. Entweder über eine Infrarot-Fernbedienung, die zum Beispiel eine eingelernte oder eine Universal-Fernbedienung sein könnte. Wenn man den Fernseher kauft, ist diese Magic Remote-Fernbedienung dabei. Die habe ich da auch mal mitgebracht. Später kommt es noch auf einem Bild. Die über Funk funktioniert. Und die dritte Möglichkeit ist jetzt diese Android-Applikation, die von LG angeboten wird, um dort auch eben verschiedene Aktionen zu machen. Vom Netzwerk-Setup ist es so, der Fernseher ist mit dem Router, der vom Netzwerkanbieter zur Verfügung gestellt wurde und daheim aufgestellt ist, mit dem Internet verbunden. Und der Router hat auch WLAN-Verbindung zur Android-Applikation. Und so können jetzt Fernseher und virtuelle Fernbedienung als Android-App miteinander sprechen. Und das war jetzt mal der Ausgangspunkt auch für unsere Recherche. Das Ziel ist, wie schon kurz erwähnt, eine noch schlauere Fernbedienung zu machen, beziehungsweise eine kleine Spielwiese zu haben, um sich eigene Funktionen auszudenken, Sachen zu automatisieren, ein bisschen zu probieren. Oder auch Dinge, die wiederholt oder unpraktisch sind, irgendwie zu automatisieren, dass man weniger unangenehme Tätigkeiten oder Steuerungsfunktionen machen muss. Und natürlich ein bisschen zu spielen und Spaß zu haben und auszuprobieren. So. Gut, wir kommen zu dem Research-Teil, wo ich jetzt den Slash auf die Bühne bitten würde.
Hallo, hallo. Okay, also eigentlich ist das ganze Projekt ja dem Alex seine Sache. Und im Bus für zur Arbeit hat er mir wieder darüber erzählt, was er da halt vorhat. Und ich habe ihm dann halt gesagt, ja, dann stellst du dir unser Netzwerkgerät zwischen rein und sniffst halt einmal mit, was da jetzt die Android-App mit dem Fernseher jetzt an Kommunikation macht. Und dann kannst du eigentlich eh schon alles rauslesen. War zumindest die Theorie. Letztendlich ist es dann so ausgegangen, dass ich einmal mit dir mit heimgefahren bin und eben diese eine Box, die man da unten am Foto sieht, mitgenommen habe. Es ist eine alte Solgris, NET 5501 war das, glaube ich, von mir. Ein Raspberry Pi hätte es genauso getan, aber da habe ich halt keinen freien gehabt. Und das Setup war jetzt im Prinzip, wir schließen den Fernseher und die Android-App. Okay, danke. Wir schließen beides jetzt an das WLAN von meiner Box an, anstatt an das WLAN von deinem Internetrouter. Und gleichzeitig schaue ich mit meinem Laptop auf meine Box rauf und mache dann halt einen TCP-Dump mit, um eben den Netzwerkverkehr mitzusniffen, der dann zwischen App und TV hin und her geht. Okay, weiter bitte. Dann war es so, glücklicherweise, dass natürlich alles Klartext ist, also keine Spur von Verschlüsselung oder Obfuscation oder irgend so etwas. Das heißt, die erste Idee war natürlich, okay, nimmt man sich halt so ein paar HTTP-Requests raus, die da gehen. Ich habe dann nebenbei ein SoapUI-Projekt aufgemacht und diese Requests halt reingespielt und dann halt versucht, diese an und für sich gleichen Messages an den Fernseher zu senden, aber wir haben immer ein 401, nein, nicht so schnell vor, bitte. Wir haben immer ein 401 Unauthorized zurückbekommen. An den Messages habe ich aber nichts gesehen, was jetzt irgendwie auf Autorisierung hindeutet. Also zuerst so, was ist da los? Okay, next bitte. Dann war die Theorie, ja, vielleicht tut der Fernseher irgendwie so eine Art Whitelisting auf MAC- oder IP-Adress-Ebene. Hat dann was wir dann gemacht haben, war, wir haben die Android-App auf komplett resettet und den ganzen Pairing-Prozess, den die Applikation mit dem Fernseher eigentlich macht, auch mitgesnifft. Und da haben wir dann gesehen, dass da so eine Art Handshake stattfindet. Und wenn ich das dann in SoapUI wiederhole, 1:1, dann kann ich auf einmal auch Messages hinsenden. Das heißt, das bedeutet, man kann im Prinzip mit jeder IP-Adresse zu dem Gerät dann Daten hinschicken, sofern man einmal dieses Pairing macht. Okay, weiter. Dann dazu ein Fun Fact, das besonders lustig war. Die offizielle Android-App macht natürlich mehrere Requests, fragt halt alle möglichen Daten ab von dem Fernseher und einer davon schaut jetzt zumindest vom Namen her so aus, als ob er da halt dann die EPG-Daten abruft, was halt die Daten sind, was gerade für eine Sendung läuft und was dann in nächster Stunde für eine Sendung läuft. Nächste. Und da hat der Fernseher aber immer 500 interne Server-Error geliefert. Und haben wir dann jetzt einmal so bleiben gelassen. Also ich war jetzt nicht sicher, ob die App dann überhaupt diesen EPG-Guide anzeigt oder das irgendwie über einen anderen Kanal gemacht hat. Haben wir dann nicht weiter nachgeforscht. Auch ein paar andere nicht so lustige Fakten sind dabei rausgefallen und es hat alles mit diesem Stichwort Smart TV bzw. HBB TV zu tun. Vielleicht kurz zur Erklärung, was das ist. Also es gibt Sender, die bieten so einen sogenannten Red Button an. Das heißt, es kann dann vorkommen, dass mitten in der Sendung auf einmal so ein roter Kreis irgendwo aufleuchtet. Man kann dann auf der Fernbedienung auf diesen roten Knopf drücken und was dann im Hintergrund passiert ist, dass er im Prinzip aus dem Internet vom Kanalbetreiber halt irgendwas nachladet und dann kann man sich halt irgendwie Zusatzinformationen anschauen oder das aktuelle Fernsehbild wird dann halt also Bild in Bild eingebettet und nebenbei kann man halt irgendwas anderes halt anzeigen lassen. In dem Beispiel, was wir da gesnifft haben, war das halt von ProSiebenSat1Puls4.com der Red-Button, wenn man sich dann die Requests genauer anschaut, die da eben vom Fernseher rausgehen, sind verdächtig viele Cookies dabei. Könnte man nicht so sagen, okay, sind das wirklich alles notwendig oder dient das eigentlich nur dazu, dann genauer für den Betreiber genauer zu tracken, welches Gerät dann halt wie hin und her zappt oder wie lang dann halt eine Sendung anschaut und so weiter. Es riecht eher danach.
Und effektiv ist es so, dass das, was von dann zum Beispiel von diesem Portal nachgeladen wird, ist in Wirklichkeit nur JavaScript-Code, der dann in dem Webbrowser im Fernseher halt interpretiert wird. Natürlich wird da auch sehr viel externes JavaScript nachgeladen. Da war jetzt ein Beispiel, das auch etwas fishy ausschaut und vielleicht nicht unbedingt etwas ist, was man gerne laufen möchte. Und das Allerschlimmste ist, dass alles jetzt eigentlich immer noch HTTP-Plaintext ist. Das heißt, hypothetisch könnte jeder, der irgendwie im Netzwerk dazwischen liegt, da beliebiges anderes JavaScript einschleusen, was jetzt, also Stichwort Man-in-the-Middle-Attacken. Deswegen mein Fazit, wenn ihr für einen Smart-Fernseher habt, am besten gar nicht ans Internet anschließen oder halt nur für lokale Netzwerk freischalten, weil da passiert immer noch scheinbar sehr viel fishy Zeug, das man nicht unbedingt haben will. Okay. Ja. Gut. Okay, mach du weiter, Daniel. Vielen Dank. Danke. Das war jetzt der Teil für die Forschung, Research. Und was jetzt rausgekommen ist bei dieser Sache eben, einerseits bei dem, was wir experimentiert haben und auch was man im Internet findet, diese Schnittstelle wird Rope API genannt und ist was relativ Simples. Also, wie der Slash schon gesagt hat, es gibt HTTP, es gibt Plaintext-Nachrichten in XML, es werden nur Get- und Post-Requests benutzt. Und hier in dem Bild sieht man da so ein kleines Beispiel, das aus diesen paar Tags XML besteht und komplizierter ist es in Wirklichkeit auch gar nicht. Was gut ist, weil dann kann man leichter sich selber solche Sachen zusammenbasteln. So, das hat es bei mir auch zwei gemacht. Interessant. So, muss mich kurz entschuldigen. Die Präsentation ist nicht ganz unter Kontrolle, aber es wird schon wieder. So, genau. Zu diesem Protokoll, also es ist natürlich mehr als so eine Nachricht hin und her zu verschicken. Hier sind diese verschiedenen Phasen oder die verschiedenen Aktionen von diesem Protokoll. Ganz zu Beginn gibt es eine Discovery-Phase, die wir jetzt mal ausgeblendet haben für dieses Projekt. Die dient dazu, dass die Fernbedienung sieht, unter welcher IP-Adresse ein Fernseher zu erreichen ist. Wenn man die IP-Adresse kennt, dann braucht man das nicht. Dann gibt es diese Authentifizierungsphase, die ist schon wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann nimmt der Fernseher die Kommandos nicht an. Und danach, wenn die Authentifizierung passiert ist, dann sind die beiden verbunden, dieser Fernbedienungsclient und der Smart-Fernseher. Und dann kann man von der Fernbedienung aus Data Requests schicken, man kann Commands schicken, man kann Events schicken und man sollte auch in der Lage sein, Events zu empfangen, die der Fernseher dann an die Fernbedienungs-App gern weitermelden will. Also Data Requests wäre zum Beispiel die Programmliste abfragen oder welches Programm gerade angezeigt wird. Command wäre eine Fernbedienungstaste simulieren oder auf einen Kanal wechseln. Und Event wäre erstens der ganz wichtige Bye-Bye-Event, wo diese Verbindung wieder getrennt wird. Die kann von beiden Seiten ausgehen, je nachdem, welches Gerät abgeschaltet wird. Oder es wird auch vom Fernseher ein Event geschickt, wenn zum Beispiel hier mit der Handfernbedienung der Kanal gewechselt wird. Dann wird die Fernbedienungs-App informiert. Achtung, jetzt gibt es einen neuen Kanal. So, wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsteil und zwar zu dieser Applikation LG Remote, das ja eigentlich mein Ziel war. Also diese ganze Forschung war die Vorbedingung dafür, dass man überhaupt mal starten kann damit. Diese Applikation ist eine mit Java 8 gebaute Spring Boot Applikation, hat eine grafische Oberfläche mit Swing und benutzt Maven zum Bauen, Testen und zum Ausführen. Der Scope von dieser ganzen Sache ist in erster Linie mal zu versuchen, dass man mit dem Computer dann auch den Fernseher so fernbedienen kann wie mit einer Handfernbedienung. Als nächstes wiederkehrende oder sich wiederholende Aktionen zu automatisieren. Und als drittes auch diese Kanalliste, die man konfigurieren kann, ein bisschen dynamischer zu machen, dass man zum Beispiel schnell Kanäle raus und reingeben kann bei dieser Liste oder auch wäre dann ein zukünftiges Feature, dass man auch sagen kann, zum Beispiel bis zu einer gewissen Uhrzeit soll jetzt ein Kanal nicht in der Liste oder schon in der Liste sein.
könnte man dann alles machen. Die Out-of-Scope-Liste ist hier länger. Wie schon erwähnt, also diese Discovery-Phase, wie sich die beiden Geräte finden, haben wir übersprungen, braucht man nicht notwendigerweise. Dann gibt es auch etliche Funktionen, die jetzt nicht extra berücksichtigt sind, wie der digitale Videorekorder, die Teletext-Funktion, dieser Magic Remote Pointer, also man kann hier so eine Bewegungs- und Gestensteuerung machen, die dann einen Pfeil am Bildschirm bewegen lässt. Das ist auch out of scope für unser Projekt. Ursprüngliche Idee wäre auch gewesen, diese Fernbedienung auf einer Android-App zu haben. Aber dadurch, dass man jetzt am Laptop mit der Entwicklungsumgebung schneller Features ausprobieren kann und ändern und debuggen kann, ist es dabei aber mal belassen worden. Und wie auch vorher schon kurz erwähnt, es gibt nicht nur diese eine Version von der API, es gibt auch bei aktuelleren Fernsehern eine andere Version, wo die Nachrichten dann irgendwie gepackt oder nicht lesbar gemacht worden sind. Das ist jetzt auch mal nicht interessant, weil es mir eben darum gegangen ist, mit dem eigenen Fernseher die Sachen auszuprobieren. So, wir sind mitten in unserer LG Remote App schon drinnen. Es gibt 4 Tabs, die ich jetzt da kurz vorstellen will. Und was ich am Anfang noch nicht erwähnt habe, ganz am Ende gibt es noch ein kurzes Demo-Video. Also ich habe keinen Fernseher mitgebracht, darum kann ich kein Live-Demo machen, aber es gibt ein Demo-Video, wo diese Funktionen dann kurz gezeigt werden. Im ersten Tab geht es darum, die Verbindung herzustellen. Man sieht hier, dass da die IP-Adresse vom Fernseher drinnen stehen soll. Das kann man vorkonfigurieren oder hier eintippen. Dann kann man mit Request Auth Key diesen geheimen 6-Stellen-Schlüssel vom Fernseher abfragen. Der zeigt den dann am Bildschirm an. Dann kann man den abschreiben und auf Connect klicken und dann wird die Verbindung hergestellt zwischen Fernseher und Applikation. Man wandert dann sofort auch zum zweiten Tab. Das ist die virtuelle Fernbedienung. Da sind jetzt in Blau die verschiedenen Tasten dokumentiert, die man benutzen kann, wie bei einer normalen Fernbedienung. Also typischerweise die Zahlen rauf und runter für die Kanäle, Plus und Minus für die Lautstärke und ein paar speziellere Dinge. Was man hier oben auch sehen kann, es gibt Favorite Channel Lists, die im Fernseher eingebaut sind. Und hier ist konfiguriert beim Starten, dass eigentlich die Favoritenliste A aktiviert sein sollte, ist sie aber momentan nicht. Das erkennen wir durch die Anzahl von den Kanälen, die man abfragen kann. Und wenn man jetzt auf diesen Knopf drücken würde, dann würden etliche Fernbedienungsbefehle an den Fernseher geschickt, um in diesen Favorite Channel A Liste reinzukommen. Das sehen wir dann auch im Demo. Und hier gibt es halt einen Off-Knopf. Man kann den Fernseher auch abschalten mit dieser Fernbedienung. Einschalten geht leider nicht, weil es gibt keine Gegenstelle, mit der man dann HTTP reden könnte, wenn der Fernseher abgeschalten ist. Das geht nur mit den anderen Fernbedienungen, den einzuschalten. Drittes Tab, das sind jetzt diese Features, die Automatisierungsfunktionen. Der erste Versuch war mal Fade Out und Fade In. Man drückt einfach oder lässt die Applikation in regelmäßigen Abständen diesen Lauter- oder Leiser-Knopf drücken. Da kann man einstellen, wie viel Sekunden Abstand sein soll. Und beim Fade-In habe ich dann eine Begrenzung gemacht, damit es nicht unendlich laut gedreht wird, irrtümlich. Allerdings, was nicht möglich ist, man kann nicht vom Fernseher abfragen, welche Lautstärke jetzt eingestellt ist. Die Schnittstelle gibt es einfach nicht. Aber man kann abfragen, welcher Kanal momentan angezeigt wird. Und mit Channels Down und Channels Up ist genau dasselbe Prinzip. Man sagt einfach höher drehen. Und in dem Fall zum Beispiel alle 6 Sekunden. Und mit diesem Swap kann man zwischen dem aktuellen Kanal, der hier in diesem grauen Feld eingezeichnet ist, das sieht man auch hier links oben, wir schauen jetzt gerade OF1, und einem anderen zweiten Kanal, den man hier auswählen kann, dann hin und her schalten. Heißt bei manchen Fernsehern Z-Funktion, kann man sich damit spielen. Und damit kommen wir schon zum vierten Tab. Da kann man jetzt eine Liste von Kanälen konfigurieren, die übersprungen werden sollen. Und die Kanäle, die dort drinnen stehen, die werden dann, wenn man entweder mit diesem Tab 3, Channels Up und Down, die Kanäle weiter wechselt, werden die übersprungen.
Wenn man mit der virtuellen Fernbedienung rauf und runter macht, werden die auch übersprungen. Und in der letzten Ausbaustufe ist es sogar so, dass wenn man mit der Handfernbedienung nach oben geht und der Kanal ist hier gelistet, dann wird auch ein Kanal weitergeschaltet. Das sind die vier Tabs. Und Ideas for Future Features, manche habe ich schon vorweggenommen. Also man könnte dieses Skipping Channels auch ein- und ausschaltbar machen. Das gibt es momentan noch nicht. Aber man kann die Liste ausleeren, dann ist es ausgeschalten. Man könnte eine Funktion bauen, mit der man, wenn Werbeunterbrechungen sind, wegschalten kann und die dann regelmäßig wieder zurückkommt, um zu sehen, ob die Werbung vorbei ist inzwischen vielleicht. Und man könnte regelmäßig abfragen, welches Programm jetzt momentan läuft. Dann könnte man das auch noch anzeigen. Aber es ist so, dass diese Information ja wechselt, wenn am selben Sender ein anderes Programm kommt. Und bei der Information, die man beim Umschalten bekommt, ist diese Programminformation noch nicht dabei. Darum ist das jetzt noch nicht implementiert. Falls jemand von euch auch noch Ideen hätte für lustige Features oder interessante Funktionen, die man probieren könnte, dann bitte gerne mich ansprechen oder auch das Feedback-Formular von der Linux-Tage-Homepage benutzen. Ich werde es am Ende noch mal kurz erwähnen. Gut, die Lessons learned. Was wir herausgefunden haben, das habe ich schon gesagt, eben Lautstärke. Leider kann man nicht alles abfragen, was man vielleicht abfragen wollte. Möglicherweise gibt es noch irgendeine versteckte Datenabfragefunktion. Gleich. Okay, danke. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht haben wir es auch einfach noch nicht gefunden. Mhm. Möglicherweise gibt es eine Datenquery, die dann genau das gibt, aber wir haben es nicht gefunden. Ja, weil wir haben natürlich nur jetzt auf das geschaut, was wir jetzt mitgesnifft haben, aber jetzt noch nicht weiter viel herum experimentiert. Dann, was dem Fernseher ganz wichtig ist, er will gerne einen Uplink zum Internet haben. Also wir haben versucht, den mit diesem Router per WLAN zu verbinden. Der hat dann versucht, über den Router alle möglichen Gegenstellen am Internet zu erreichen, von LG und wer weiß nicht wem allen, und hat gesagt, na, ich erreiche die nicht, ich bin nicht mit dem Internet verbunden, ich benutze dieses Netzwerk nicht. Das heißt, wenn man gerne mit dem Fernseher am Netzwerk reden will, dann muss man dem zumindest bei der Verbindung Internetzugang geben, sonst glaubt er, er braucht oder will die Verbindung nicht und wahrscheinlich kann man später den Internetzugang dann trennen. Aber zum Verbinden ist es mal wichtig. Das war auch noch ein kleiner Stolperstein, der ein bisschen verwunderlich war am Anfang. Wir haben da herumexperimentiert und ja, alles funktioniert super und fertig. Und ja, jetzt will ich den Fernseher wieder ausschalten und der Fernseher schaltet aber nicht aus. Und man denkt sich, oh je, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Funktioniert es jetzt nicht mehr? Habe ich es verstellt? Man drückt öfter und man wartet und irgendwann schaltet er dann doch aus, nach 15 Sekunden etwa. Und der Grund ist eben dieser Bye-Bye-Event, wo der Fernseher, wenn er ausgeschaltet wird, der verbundenen Fernbedienung sagen will, ich bin jetzt weg. Und wenn da keine verbundene Fernbedienung mehr ist oder keine Gegenstelle, die diesen Event annimmt, dann versucht das öfter und öfter und öfter und irgendwann gibt es dann auf und so lange dauert es dann eben, bis der Fernseher wieder wirklich abgeschalten ist. Was auch noch ein bisschen eigentümlich war, normalerweise ist man es ja gewohnt, dass man so eine Kanalliste hat und jeder Kanal hat dann eine Nummer. Das ist in diesem Fall nicht so. Jeder Kanal hat vier verschiedene Nummern und nur eine von diesen Nummern ist gleich wie die Nummer, die man eigentlich erwarten würde oder die auch am Bildschirm angezeigt wird oder oben, wo gestanden ist, 1 ORF1. Und das trifft auch nur bei den Fernsehprogrammen zu, habe ich gestern rausgefunden. Die Satellitenradioprogramme, die haben wieder ganz eigene andere Nummern. Habe ich eine schöne Nullpointer-Exception gestern bei der Vorbereitung noch gehabt. Gut, ja, aber diese vier Informationen, die kann man abfragen und man muss eben dann alle vier Parameter, einen Major, einen Minor, einen Physical und noch irgendwas Viertes schicken, damit der Fernseher bereit ist, auf diesen Kanal umzuschalten. Und, wie vom Slash auch schon angesprochen und erwähnt, der Smart-Fernseher, der will ganz viel kommunizieren und schickt dann die verschiedensten Internet-Server, Nachrichten, Abfragen, was auch immer und alles das kann natürlich gesammelt und getrackt werden, was oft nicht so angenehm ist und man wahrscheinlich sich gar keine Gedanken drüber macht, wenn man den Smart-Fernseher neu hat,
und ans Netzwerk ansteckt. Gut, wir kommen schon Richtung Ende. Hier sind diese References. Also als erstes sieht man, das Projekt von der LG Remote App ist auf GitHub gehostet. Die Präsentation, also die Quelldateien für diese Präsentation sind auch dort. Auch der Link, wie man diese Präsentation anschauen kann, ist auch dort. Ich werde diese Links dann auch noch in die Linux-Tageseiten reinstellen, damit man es dort leichter finden kann. Der zweite Punkt ist diese offizielle LG Remote Fernbedienungsapplikation, die man sich aus dem Google Play Store runterladen kann. Und der dritte Link ist von einem Homematic-Forum, wo es um Heimautomatisierung geht, wo wir sehr schöne Beschreibungen gefunden haben, wie man ein Kommando schickt, welche verschiedenen Tastencodes man schicken kann, welche Taste, welchen Zahlencode hat, damit man schneller reinfindet und nicht alles selber, jeden einzelnen Tastencode selber durchprobieren muss. So, Zusammenfassung, bevor wir dann noch das Demo-Video starten, wollte ich noch mal kurz erwähnen, eben die zwei Hauptteile. Wir haben uns zuerst um die Recherche gekümmert, um herauszufinden, wie kann man mit dem Fernseher reden, wie funktioniert die Schnittstelle, was kann man machen, ist es so gut abgesichert, dass man da sicher nicht reinkommt? Nein. Ist es sehr wenig abgesichert, sodass man leicht was machen kann? Ja. Und dann der zweite Teil, ja, mit dieser Information, wenn man weiß, welche Nachrichten man schicken und empfangen kann, welche Funktionen kann man jetzt bauen und wie fühlt sich das dann an, wenn man das dann auf der eigenen Fernbedienungsapplikation benutzen kann und sich so am Fernsehabend auch mit der Fernbedienung beschäftigen kann. Thema Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt Feedback. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, bitte auch Feedback. Vielleicht kann man was besser machen. Ich kann dazu sagen, es ist mein erster Vortrag hier auf den Linux-Tagen. Ich war bis jetzt immer nur Zuhörer. Und vielleicht kann ich auch den einen oder anderen motivieren, selber auch ein kleines Projekt zu starten und ein bisschen was auszuprobieren. Oder auch selber mal sich für einen Vortrag hier anzumelden und was weiterzugeben an die anderen interessierten Zuhörer. Und es gibt auf linuxtage.at zum Vortrag auch die Möglichkeit, Feedback zu geben und dort hinzuschreiben, was ihr gerne mitteilen wollt. Gut, jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Und ansonsten, oder auch nach dem Video, wenn ihr gerne wollt, ja, das Video dauert ungefähr 3 Minuten. Ja, ich habe mir auch damals einen LG-Fernseher gekauft und wollte den ans Netz bringen und habe mir die AGBs mal angeschaut und dann kam der Stecker ruckzuck wieder raus. Mhm. Er funkt anscheinend wirklich viel Information raus und deswegen war das Tabu für mich. Ich habe auch diese LG-Remote-App mal ausprobiert, ist nice to have, aber jetzt nicht so der Hit. Was ich momentan mache, ist ein Raspberry Pi mit Kodi hinten dran zu hängen. Was ich nicht hingekriegt habe, ist mit dieser Remote-Fernbedienung meinen Kodi zu steuern. Meinen SAT-Receiver kann ich steuern damit über das HDMI-Kabel. Das wäre jetzt quasi auch nochmal ein schönes Projekt, was man machen könnte. Was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, die Senderlisten zu sortieren. Habt ihr da schon irgendwas gemacht? Zum Senderlisten konfigurieren müsste man in die Konfiguration vom Fernseher reingehen, was aus jetziger Sicht nur über diese links, rechts, rauf, runter Bildschirmaktionen im Prinzip funktioniert, was schwierig ist, weil man nie Feedback vom Fernseher bekommt, ob das jetzt funktioniert hat, was ich gedrückt habe. Was man natürlich immer machen kann, so wie bei dieser dynamischen Überspringungsliste, dass man die Liste nicht im Fernseher, sondern außerhalb vom Fernseher verwaltet. Und dort habe ich ja alle Freiheiten, wenn ich abgefragt habe, welche Kanäle gibt es, die irgendwie umzusortieren und mir meine eigene Logik zu bauen. Und wenn ich sage, Kanal rauf, dann kann ich ja nachschauen, was ist der nächste Kanal und den dann setzen. Also man kann versuchen, da diese Liste, die ein bisschen schwieriger zu managen ist, am Fernseher ganz zu umgehen und das über direkte Kanalauswahl an die Applikation zu übergeben.
Und zu dem Thema, dass ganz viel nach draußen gefunkt und gesendet wird, das ist leider ein Phänomen, das uns noch öfter begleiten wird in Zukunft mit allen möglichen Geräten, dein Internetradio und alle möglichen Geräte, die Zugang zum Internet haben, wollen das natürlich groß und breit nutzen. Okay, wobei mein internetfähiger Verstärker ist da im Vergleich dazu noch harmlos. Was man natürlich auch machen kann, ist, sich eine Firewall bauen und dann eben genau nur die Nachrichten durchlassen, die man durchlassen will, und alle anderen abblocken. Ist halt extra Aufwand, und die meisten werden wahrscheinlich den Aufwand nicht betreiben, sondern einfach den Fernseher anstecken, weil sie die Internet-Features gern mitbenutzen wollen. Und dann hat halt LG die Freiheit, da hin und her zu übertragen, was sie gern wollen. Und auch die Anbieter von den Fernsehkanälen, die partizipieren da auch, weil die kriegen dann auch ihre Aufrufe, um diese zusätzlichen Red-Button-Inhalte abzurufen. Und ihr habt da vielleicht eine Anekdote von meinem Smart-TV zu Hause. Also ist nicht angeschlossen, aber einmal habe ich es dann doch probiert. Habe aber auch eben einem Pi-Hole dazwischen geschaltet. Also das ist im Prinzip ein interner DNS-Server, der dann eben ziemlich alles, was Tracking, so die üblichen verdächtigen Tracking-Sites sind, halt einfach wegblockt. Und das Fun Fact dabei war, es hat zwar funktioniert, aber der Fernseher hat die DNS-Requests nicht nur an den Beihol geschickt, sondern auch hardcodiert an 8888. Und damit hat er erst alles aufgelöst und dann halt alles Mögliche raufgeschickt. Und ich habe nicht einmal irgendwas gestartet, und es war nur im HDMI-Modus. Und obwohl ich nicht einmal im Smart-Modus bin, geht auf Netflix, geht auf Microsoft, geht auf was der Teufel wohin. Ja, also auch ein Appell von mir an euch, wenn ihr solche Smart-Geräte habt, probiert es einfach einmal aus. Wenn ihr einen Raspberry Pi habt mit einem WLAN, probiert es einfach aus, den zwischen euer Netzwerk und euer Testgerät zu stecken, und schaut einfach einmal mit, was da alles rübergeht. Und ja, und dann überlegt man uns, ob diese Smart-Geräte wirklich alle so smart sind. Okay, Frage noch? Eine Frage zum Fernsehen. Handshake, wird der jedes Mal wiederholt bei App-Start, oder ist das einmal hardcodiert und danach bleibt es gleich? Soweit ich in Erinnerung komme, also dieser sechsstellige Code ist erstens immer der gleiche, also der ändert sich nie. Und du musst nur einmal so einen speziellen Message schicken, und dann tragt dich der Fernseher in so eine Art Whitelist ein, und ab dem Zeitpunkt funktioniert es dann so, ob sich zumindest in Erinnerung. Das war auch das Phänomen mit der Original-App. Wir starten die an und versuchen, verschiedene Kommandos zu schicken, aber zu dem Zeitpunkt war sie schon verbunden. Genau, ja. Sie bleibt auch verbunden, weil sich der Fernseher irgendwie IP-Adresse, MAC-Adresse, was auch immer, merkt. Genau, ja. Und deswegen haben wir den initialen Handshake, den du brauchst, nicht gesehen im Sniff zuerst. Erst nachdem wir die Android-App resettet haben und komplett von vorne noch einmal angefangen haben. Wobei, Authentifizierung hast du in der Folie geschrieben, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also ja, es ist ein simples Klartext-Pairing, sagen wir mal so. Mhm. Gut, das war, glaube ich, jetzt die letzte Frage. Dann würde jetzt das Video zum Abschluss noch abspielen, anstarten. Dauert ungefähr 3 Minuten. Ich werde auch dazu erklären, was passiert. Man sieht jetzt rechts den Bildschirm vom Fernseher, also eine Ecke, und links den Laptop. Jetzt wird in der Entwicklungsumgebung die Applikation angestartet. Man sieht das Log im Hintergrund laufen. Jetzt ist der Connect-Button gedrückt worden und der Fernseher hat mit einem OK gezeigt, dass jetzt verbunden ist. Wir sind jetzt am zweiten Tab und lassen die Favoritenliste A einstellen. Dazu sind ein paar mehrere Aktionen notwendig, wo man auch wieder leider kein Feedback drüber bekommt, ob das geht oder nicht. Und jetzt zeige ich, wie man mit verschiedenen Tastendrücken jetzt so tun kann, als hätte man auf dem Computer-Keyboard die Fernbedienung. Man kann Zifferntasten drücken, man kann rauf, runter, Eingabetaste. Dann kann man dieses Smart-Menü anstarten. Und die Programmliste kann man sehen und die Programminformation. Das war jetzt fast alles, was von dieser virtuellen Remote Control unterstützt wird. Dann zeige ich dieses Kanäle nach oben laufen lassen. Jetzt ist es mit 6 Sekunden Abstand
jetzt nach oben, dann stelle ich den Abstand ein bisschen kürzer, 4 Sekunden, und es geht wieder nach unten, geht halt so reihum. Und dadurch, dass wir diese Favoritenliste A eingestellt haben, jetzt sind, glaube ich, 52 Sender vorausgewählt. Und da wird jetzt auch noch diese Swap gezeigt, dass man dann hin und her wechseln kann, was nicht ganz stabil funktioniert, wenn man es zu schnell macht, aber es ist eine Experimentieranwendung. Und hier wird jetzt zwischen den Kanälen 5 und 2 einfach hin und her geschalten. So, jetzt sind wir bei dieser Kanalüberspringungsliste. Da wird jetzt 2 und 3 und 5 reingeschrieben. Das heißt, beim Kanäle durchlaufen kommen 2, 3 und 5 jetzt nicht mehr vor. Deswegen kommen wir gleich zu 4. Und 5 ist auch übersprungen worden. Wenn wir wieder nach unten gehen, ist wieder 5 übersprungen worden und jetzt wird 2 und 3 übersprungen. Wir kommen gleich zu 1. Funktioniert also. So. Das waren jetzt im Prinzip die Features. Bei der Kanalliste habe ich es vorher nicht erwähnt. Das wird jetzt auch noch gezeigt. Man kann auf einen Invert-Button drücken. Das heißt, jetzt werden nur 2, 3 und 5 quasi nicht übersprungen, weil ich es invertiert habe. Jetzt habe ich es gelöscht und jetzt schalte ich den Fernseher aus und schließe die Applikation. Gut, falls es noch Fragen gibt, bitte zu mir kommen, und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.